Heute zu dem Thema Motorschlösser. Ist es unter Umständen eine gute Alternative zu den Digitalzylindern? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Albrecht Felkner von der Firma Felkner Sicherheitstechnik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht zum ersten Mal einschaltet. Heute zu dem Thema Motorschlösser. Ist unter Umständen eine gute Alternative zu den Digitalzylindern, die wir euch schon mal gezeigt haben. Da haben wir mal ein Video gemacht über Siemens Voss Mobile Key oder zu dem Thema Salto haben wir euch schon mal was gezeigt. Es gibt aber wie gesagt eben auch Motorschlösser, die von der Innenseite montiert werden. Das sieht dann jetzt in dem Fall von Keso, Enter sieht das so aus. Gibt es aber auch von der Firma Arbus, gibt es von der Firma Danalog und von der Firma TD. Die Funktionsweise ist im Grunde genommen eigentlich immer die gleiche. Wir haben hier einen Aufsatz, der ist batteriebetrieben. Das ist der sogenannte Motor. Wir haben einen klassischen Schließzünder in der Tür verbaut. Hier könnt ihr nicht euren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht euren bestehenden Schließzünder nehmen, weil die Aufnahme auf der Innenseite ist speziell für das Schloss gemacht. Das heißt also, ihr könnt jetzt nie einfach einen Schlüssel auf die Innenseite stecken und dann das Motorschloss drauf montieren. Da muss ein spezieller Zylinder rein. Den könnt ihr aber bei uns gleich mitbestellen. Der Zylinder hat immer die sogenannte Not- und Gefahrenfunktion. Das heißt also, man kann von beiden Seiten schließen, auch wenn von der einen Seite ein Schlüssel steckt. Das ist wichtig, weil wenn ihr jetzt von außen einen Schlüssel steckt, muss das Schloss immer noch funktionieren. Also das Motorschloss immer noch funktionieren. Und das Motorschloss wird gibt mehrere Komponenten, wie das angesteuert werden kann. Gibt es auch eine kleine Software dazu, mit der ich das programmieren kann. Ich habe einerseits diese Funkfernbedienungen, mit denen ich das Schloss aktivieren kann. Ich habe ein Außenmodul, was ich montieren kann. In dem Fall jetzt hier mit einem integrierten Fingerprint-Sensor. Das heißt, dass ich, wenn ich meinen Finger drüber ziehe, würde das Schloss aufriegeln. Oder wenn ich den richtigen Code eingebe, würde es aufriegeln. Ja, und die dritte Möglichkeit ist, dass man das mit der App bedient. Das heißt, da wird auf dem Handy eine kostenfreie App installiert, mit der ich dann genauso das Schloss öffnen oder schließen kann. Ich habe jetzt mal schließen gedrückt. Ihr seht, der Riegel fährt aus. Ich schiebe es mal ein bisschen mehr in die Kamera. Das gleiche natürlich auch mit öffnen. Ich drücke öffnen und der Riegel fährt ein. Er zieht auch die Falle zurück. Das heißt, ich müsste jetzt in dem Fall dann wirklich nur die Tür aufdrücken. Nach einer kurzen Zeit lässt er die Falle wieder zu, sodass die Tür wieder ins Schloss zurückfällt und wieder zu ist. Ich kann die Motorschlösser sogar so programmieren, dass sie nach einer gewissen Zeit wieder automatisch komplett verriegeln. Das heißt also, dass das Schloss wieder zufährt. Ja. Genau, das Gleiche geht natürlich auch hier mit meiner Funkfernbedienung. Wenn ich die drücke, riegelt das Schloss auf. Falle wird hier zurückgehalten, nach einer kurzen Zeit wird sie wieder freigegeben. Und ich kann sie auch genauso mit der Funkfernbedienung wieder zuriegeln. Ein Vorteil ist eben, dass ich hier immer noch den klassischen Schließzünder habe. Das heißt also, wenn zum Beispiel die Batterie auf der Innenseite mal leer ist, ihr seid länger nicht da oder das ist im Ferienhaus verbaut, wo ihr bloß einmal im Jahr hinkommt, mit dem Schlüssel könnt ihr von der Außenseite immer schließen. Das heißt also, ich kann hier ganz klassisch immer noch mit dem Schlüssel schließen, auf und zu und kann das Motorschloss sozusagen übersteuern. Ja, das eigentlich zum Thema Motorschloss. Kleine Alternative zu Digitalzylindern. Auch hier ist es so, wenn ich diese Funkfernbedienung verliere, kann ich sie ausprogrammieren, kann weitere Funkfernbedienungen lernen. Was ich jetzt nicht kann mit den Motorschlössern, ist das klassische Thema Zutrittskontrolle, also um zu sehen, wer ist wann drin gewesen. Das ist bei den Motorschlössern jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber wenn ich einen barrierefreien Zugang haben möchte, also wo die Tür wirklich von alleine aufriegelt und von alleine wieder zuriegelt, ist das sogar die bessere Alternative zu den Digitalzylindern, weil ich nie wieder einen Schlüssel in die Hand nehmen muss. Einfach Funkfernbedienung drücken, schließt auf, ich gehe rein, Tür fällt zu und ich habe es so eingestellt, dass er automatisch wieder zuriegelt. Hervorragend, habe eine immer verschlossene Tür. Das zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Produkte oder alles, was ihr jetzt hier gesehen habt von der Firma Keso, aber auch von der Firma Danalog oder Tidi oder eben Arbus HomeTech, könnt ihr bei uns im Onlineshop unter www.sicher24.de kaufen oder in unseren Ladengeschäften in Dresden und Freital. Wenn ihr aus der Region von Dresden kommt, kommen wir auch gerne bei euch vorbei. Wenn ihr nicht so genau wisst, soll ich das Motorschloss nehmen, soll ich Digitalzünder nehmen, soll ich klassische Schließzünder, mechanische Schließzünder nehmen, ruft uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail, dann kommen wir bei euch vorbei und beraten euch speziell auf eure Anforderungen und dann finden wir die richtige Lösung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, würde mich über einen Like freuen,
würde mich über ein Kanalabo freuen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, es war sehr schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher.